Aber ich würde sagen, weitergehen wir an Anfang. So, zum Anfang halt hin. Ich entschuldige mich auch noch für diese ewigen Denkpausen, die ich dann oft habe, wo ich wirklich alle Möglichkeiten im Kopf durchgehe. Neues Item, sag ich doch, oder? Dann zeigt mal her, ihr werten Steine, was ihr da für mich im Petto habt. Ich schätze mal, wir spielen mal wieder eine Runde Portal. Kann ich Kuchen? Der Erfolg gerade, der freigeschalten wurde. Überhaupt keine Anspielung auf der Cake is a Lie, oder? Ach, das mit dem Tempo funktioniert auch noch immer. Sehr schön. Leeren Läufer heißt das Teil wieder. Okay. Ja. Das ermöglicht uns wieder eine etwas verkompliziertere Denkweise. Und wir müssen manche Gerichte garantiert wieder in den Wahnsinn treiben. Kennt man ja schon aus Darksiders das 1. Oh, guten Tag. Ja, verdorben eigentlich. Ich säubere euch gleich. Ich war von der Bildfläche. Ja, das war ein Fail. Ach komm. So. Portal 1. Portal 4. Oder so irgendwie. Treffer. Bom. Boom. So. Na. Hey, großes Glück. Zum Glück mit total wertvollen Dingen drinnen, ja. Ach, da schon mal, das finden wir hier schön. Die Verlieskarte. Wahnsinn. So, Masterfrage. Hey, noch eine Firmatsmünze. Gott, bin ich schlampig heute. Bist du das Wahnsinn? Masterfrage. Wo geht's weiter? Da hoch komme ich ja schwer. Also wieder rüberlaufen. Ja, ich habe übrigens geschnallt, dass ich gerade die Verlieskarte aufgehoben habe und nachschauen könnte. Betonung nicht auf könnte. Ich glaube nämlich, ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, wo ich hin muss. Vor allem, wenn ich mir die Konstellation von Sonne, Mond und Sternen so anschaue. Was soll ich hier unten? Darauf komme ich nicht. Da drüben geht's weiter. Ich glaube, das ist nur so eine Art Durchgang, falls man da irgendwie anders rüberkommt. Mehrere Lösungsansätze und so. So, da hinten. Weg. Und. Ja. Oh. Und was habe ich Depp natürlich wieder vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen.
Ich pausiere ganz kurz die Aufnahme. So, da bin ich wieder. War nur eine ganz kurze Minute. Ja, das kommt halt davon, wenn man vergisst, das Handy auf lautlos zu stellen. Hier aber vorher noch einen Schalter suchen, mit dem ich das auch machen kann. Ach, jetzt ist das offen. Ja. Welcome to the place where we vorher hätten nicht hier können. Okay. Und wahrscheinlich gleich auch dicke Gegner. Eisbiet heißen die Dinger auch. Gleich noch zwei von denen, weil es viel Spaß macht, oder? Oh, 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 oh. Ich habe vergessen, das Leben zu achten. Super. Und was lässt du für uns holen? Gar nichts. Oh, 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 oh. Nicht sonst voll rot die Äxte, die Äxte selbst wieder. Dann halt. Das Vieh treffe ich um eine Pistole doch nicht. Zorntrank. Ich neige noch immer dazu, Mana-Tank dazu zu sagen. Weil das halt trotzdem eine blaue Leiste ist. Er kommt! Ja, yeah, ja, yeah, kommt, große Panik. Und das alles jetzt nur, um eine dieser Kugeln zu holen. Da weiß man am Ende eines Tages dann auch, wofür man gearbeitet hat, nicht wahr? Geht sich sogar auf. Wie bin ich hier schnell? Oh,
brauche ich nicht auch irgendwas Explodierendes oder so? Darüber komme ich nicht. Ja. Das musste ich mit den Teilen machen. Da schwebt sie doch so schön. Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder eine Bonustruhe. Armklingen des Feuers, okay. Oder musste ich die irgendwie verbinden? Na, falsch. Ah ja. Ist auch okay. Einigen uns darauf, dass ich die Logik des Spiels nicht verstehe. Ja, gut, perfekt. Laden nach, tot. Wobei ich auch mittlerweile in den Kommentaren gelesen habe, dass es ein paar Leuten so geht. Dass man mit der Story zwischen Darksiders 1 und 2 nicht ganz klar kommt. Ehrlich gesagt habe ich langsam auch gewisse Zweifel dran, vor allem weil ich mir ein paar Folgen aus Darksiders 1 nochmal gesehen habe. Und da kommt Dinge komplett anders erklärt werden, als es in Darksiders 2 der Fall ist. Und Darksiders 1 spielte bekanntlich nach Darksiders 2. Also entweder lernen wir hier kompletten Schwachsinn oder die Entwickler haben eine bessere Möglichkeit gefunden, das Ganze zu bearbeiten für den zweiten Teil. Das sind beides sehr ansehnliche Alternativen, sag ich mal. Das ist zu dem, was ich mir ausdenken könnte. Wie viele denn möchten noch? Also gehen wir daneben aus, daneben aus, daneben aus. Noch einer aus. Nicht genug Zauber. Das war mir jetzt auch gerade knapp genug. Zwei Schalter. Bis zwei kann ich zählen. Meistens zumindest. Ja. Wobei mir dieser Dungeon stilistisch eigentlich sehr, 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 sehr gut gefällt, weil eben Dingens, Teil Dingens, so immer mit diesen Mechanismen, diesen Türen, dieses leicht tempellastige. Also wirklich wie ein Tempel aussehend, nicht wie ein Dungeon, der einfach als Tempel bezeichnet wird, wie ein selber. Ja, aber fast, ich habe was verplant.